Um mit dem Scharfschützen von Level 7 auf Level 8 zu kommen, müssen wir 50 Gegner mit dem Scharfschützengewehr töten oder dem Präzisionsschützengewehr. 10 Gegner mit Scharfschützen oder Präzisionsschützengewehr aus mehr als 200 Metern Entfernung. 3 Gegner innerhalb eines Einsatzes von Panzerbrecher, das ist die Klassentechnik. Und einen Gegner mit einem Kopfschuss aus mehr als 250 Metern. Gut, wir befinden uns hier wieder am Hafen von Maunganui, weil ich so das Gefühl habe, dass die Distanzen hier ganz gut machbar sind. Allerdings habe ich tatsächlich schon wieder seit... Wie weit ist der weg? Der ist weit genug weg. Allerdings habe ich schon wieder seit... Keine Ahnung, bestimmt 2 Monate nicht gespielt oder so. Ja, ich würde ja gern sagen, ja, ich gelobe Besserung oder so, aber sind wir mal realistisch. Ja, das geht ungefähr dahin. Einen Moment. Zack, es war einer. Allerdings kein Kopfschuss. Ja, sind wir mal realistisch. Der Sohn meiner Freundin, bei der ich ja aktuell wohne, oder lebe, besser gesagt, meine Wohnung habe ich ja noch, hat halt stark ADHS. Medikamente werden aktuell umgestellt. Das heißt, die passen noch nicht richtig. Und ja. Es ist eine Herausforderung, um es so zu sagen, um es ja so auszudrücken. Wird sich aber auch irgendwann wieder einpendeln. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte auch gern wieder mehr aufnehmen. Fehlt mir ehrlich gesagt auch sehr. Ach, shit, war ein Tick zu hoch. Nein. Shit. Warte, wo rennt der denn hin? Rennt der hin? Das ist ein Scharfschütze. Der rennt weg einfach. Gut, jetzt sind die natürlich in Alarmbereitschaft. Das heißt, gleich kommt wahrscheinlich noch ein Heli angeflogen. Ich mach mal den Schalldämpfer ab. Sicherheitshalber. Das ist ungefähr so die. Gut, ein Treffer war's, aber die knallt so schön. Hält das Ding als Gegner? Nö, zählt's nicht. Aber das zählt ja dann eh nicht. Sei denn, ich treffe den, was ich nicht tue. Zu hoch. Ach, hallo. Wie wär's denn mal mit Feuer eröffnen? Verstanden. Nicht So. nachlassen. Auch kein Kopfschuss. Wie gesagt, ich habe das Spiel seit langer Zeit nicht mehr gespielt, aber das entschuldigt ja eh nicht meinen Aim. Ding ist, die Gegner sind da unten halt alle in Deckung, ne? Oder auch nicht. Ich werde ja am liebsten wieder neu starten. Ungepanzerte Gegner sehe ich jetzt hier tatsächlich keine mehr. Die Distanz ist aber auch extrem hier. Ich gehe mal da unten auf das Dach, das ist dann zwar wahrscheinlich keine 200 Meter, oder nicht? Geh dahin. Meine Kampfbrüder haben keinen Saft mehr. Könnten es vielleicht doch noch Mann. 200 Meter sein. Wundert mich, dass ich die Steuerung noch so im Muskelgedächtnis habe. Dass ich damit noch gut klarkomme. Hier welche? Ich sehe keine. Wenn 100 Gegner töten, das ist ja eh.
längere Sache. Komm, steig du mal aus. Gut. So. Haben wir wenigstens noch ein paar Gegner mehr. Ah ne, 50 brauchen wir, nicht 100. Noch nicht. Es kommt aber auch noch. Da läuft einer. Shit. Wer hat's verkackt? Ich höre die ganze Zeit einen Heli, oder meine ich das nur? Es war auf jeden Fall ein Kopfschuss, aber nicht weit genug entfernt. Mal wie weit das ist. Doch, das sind eigentlich. Na, dann waren es hier vorne vielleicht zu wenig. Ich meine, den muss ich mit dem Kopfschuss töten, wenn ich ihn nicht mit der Panzerbrecher mit Technik töte. Da haben wir den. Haben wir die zweite und die vierte Herausforderung abgeschlossen. Das heißt... Shit! Wo kam der denn her? Naja gut, ich baller die ganze Zeit ohne Schalldämpfer darum. Erstmal heilen. Ich hoffe, mit der Aufnahme stimmt jetzt alles. Denn ich habe... Ich nehme jetzt mal ausnahmsweise mit Vulkan auf. Mal gerade die Performance. Ja, relativ stabil. Sind die da unten schon alle weg? Nee, sind sie nicht. Zu gern. Auge am Himmel. Guck mal da. So ein Auge mit Wärmebild, das durch Wände sehen kann. Wäre ganz nice. Aber schauen wir mal kurz auf die Karte. Wo können wir denn noch hin? Frachthafen. Kunststofffabrik. Da fahren wir hin. Huch. Ich drück immer M. Karte zu schließen. Ich hab vergessen, welche Richtung. Genau in die. Alles einsteigen! Los, Fury. Hüpf rein. Und ab geht's. Aber in dem Hafen hier können wir nicht mehr viele holen jetzt. Wir könnten uns umbringen und wieder neu spawnen. Da sind die Gegner auch wieder da. Aber da habe ich jetzt gerade im Moment keine Lust zu. Mal wieder was anderes sehen. Es war hier rum, ne? Bin mir relativ sicher, ja. Tatsächlich habe ich jetzt gerade Mittagspause und meine Freundin ist mit ihrem Sohn beim Arzt. Oh Gott! Feuer frei! Ich schieße! Fury, nicht durch die Front! Ja, ich glaube, so langsam komme ich wieder rein. Wie viele Kugeln fasst das Gewehr denn? 5. Das heißt, habe ich also jetzt noch. 1, 2. So, und nachladen. So, noch 30 Gegner brauchen wir und noch einmal 3. Einsatz des eines Panzerbrechers. Vielleicht sollte ich aber auch den Schalldämpfer wieder draufsetzen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, da können die gerade machen. Warum ist die Karre explodiert? Weiß das jemand? Wann explodieren die so hart? Oh, halt! Feuer einstellen. Schalldämpfer drauf.
gucken, ob ich verletzt wurde durch die Explosion. Explosion, natürlich. Gut, so. Einmal Panzerbrecher. Hier ist auch ein schönes Fleckchen. So, das war die dritte Herausforderung. Jetzt brauchen wir nur noch, wenn ich den hab, zumindest, nur noch, also 26 Gegner. Ich finde das aber geil, wenn das Scharfschützengewehr so knallt. Verwaiste Autos pflasterten seinen Weg. Ah, das Spiel ist einfach immer noch gut. Macht immer noch Spaß. Auch wenn ich gerade nicht besonders viel mache und die Herausforderungen an und für sich, diese Klassenherausforderungen, relativ lahm sind. Aber ich freue mich einfach, dass ich wieder zocken kann. Hab schon so lange nicht mehr wirklich gezockt. Yeah! Teammitglieder, Stufenaufstieg. Aber das ist auf jeden Fall noch einer, ist da mindestens irgendwo. Frage ist wo. Hallo? Und warum bleibt er jetzt stehen? Ah, alles klar. Da hinten haben wir das. Die Verbundstofffabrik. Prima. Ich starte mal nach, damit ich auf jeden Fall genug Munition habe. So. Eins. Zwei. Drei. Das war's. Alles klar. Wo kommt noch was auf uns zu? Sehe ich nicht. Da läuft einer. Stöhnt er so? Verletzt bin ich auf jeden Fall nicht. Ich müsste hier auf dem Laptop echt mal... Oh shit. Echt mal Voice Attack installieren. Und mir vielleicht ein USB-Mikrofon kaufen. Damit ich hier nicht die ganze Zeit mit dem Headset aufnehmen muss. Ich meine, das Headset ist ein relativ gutes Headset. Aber es ist halt trotzdem ein Headset. Kein richtiges, dediziertes Mikrofon. Oder ich bestelle mir wieder ein neues Endmic. So ein Mikrofon, das man an die Headset ranpappen kann. Oder ein Kopfhörer auch. Richtig gut. Aber ich war damals, ich habe mir vor Ewigkeiten mal das Endmic 2 gekauft. Damit war ich nicht so zufrieden. Und deshalb ich davon dann erstmal Abstand genommen. Ich habe so ein bisschen das USB-Mikrofon von Yeti im Hinterkopf. Yeti, weiß nicht mehr wie es heißt. Es ist immer, und beim Sale habe ich gedacht, ich brauche es mir nicht zu kaufen. Und ja, also bei dem Amazon Prime Days. Jetzt ist es wieder teurer. Praktisch. Noch ein paar. Und da hinten waren auch noch welche. Die haben was bemerkt. Ruhig bleiben.
Zack, noch 8 Gegner. Das ist ja ein Gegner, ich dachte das. Irgendwie dachte ich, es wäre einer von uns. Oh shit! Oh shit! Nein! Verdammt! Okay, das war's für mich. Einmal nicht aufgepasst. Eine Sekunde nicht aufgepasst. Und alles geht den Bach runter. Schwierigkeitsgrad ist ja immer noch extrem. Warum mache ich denn? Das wird nichts mehr. Das war's für mich. Das war's. Das war's. Ärgerlich, so kurz vorm Ziel. Aber kein Beinbruch. Und die Gegner sind wieder da. 6. Shit. Munition vernachlässigt. 1 und 0. Und damit sind wir Level 8. Das war geil. Das ist einfach wie Tontauben schießen. Cool. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich schon drauf, das nächste Video aufnehmen zu können. Allerdings ist meine Mittagspause jetzt vorbei. Mein Schätzchen mit ihrem Söhnchen kommt auch bald wieder. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.